Was geht ab, Mano Z-Fighter, Ozer hier. Unser Countdown zum 3-jährigen Jubiläum hat nun angefangen mit einer Countdown-Kampagne. Wir werden uns dementsprechend ansehen. Ich werde euch alle Informationen und Details geben und euch sagen, was ihr in diesen 7 Tagen machen müsst, bevor das Jubiläum selbst anfängt. Das Jubiläum selbst fängt ab dem 7.7. 2 Uhr morgens unsere Zeit an. Also schauen wir uns erstmal die Informationen zu der Countdown-Kampagne an. Nämlich gibt es zum einen einen Login-Boni. Dieser ist jetzt online, geht bis zum 7.7.1.59. Über die 7 Tage bekommen wir jeden Tag gewisse Sachen, werden wir uns gleich betrachten. Dann ist ein Ticketbanner online. In diesem Ticketbanner sind keine R-Charaktere, es sind SR und höher. Also ist auch die Chance natürlich, dass ihr SSR zieht und auch alle LR sind im Banner. Wir werden uns das entsprechend gleich ansehen. Alle Dokument-Events sind ab nun online. Könnt ihr gerne bewältigen, falls ihr Medaillen und so weiter und so fort braucht. Eine Quiz-Kampagne ist online auf Facebook, werden wir uns auch gleich anschauen. Und ein Boost-Pack im Pilastrophe. Lasst den davon weg, ich werde auch nicht näher drauf eingehen, weil das heißt sich überhaupt nicht. Also, anyways, dann schauen wir uns mal jetzt das Ganze folgendermaßen an. Und zwar gucken wir uns erstmal das Login-Boni an. Was bekommen wir jeden Tag über die 7 Tage? Wir haben 7 Tage Countdown, heute ist Tag 7, morgen Tag 6 und so weiter und so fort. Wir bekommen gewisse Sachen, Dragon Souls und Tickets. Diese Tickets, meine Freunde, sind die Tickets für das Ticket-Banner, das wir uns gleich anbetrachten werden. Tag 7, ich zähle jetzt rückwärts, Tag 7 bekommen wir ein Dragon Stone, ein Ticket, Tag 6 ebenso, Tag 4 ebenso, Tag 5 ebenso. Die letzten 3 Tage ab Tag 3 bekommen wir ein Dragon Stone, 2 Tickets, die letzten 2 Tage bekommen wir 2 Dragon Stones, 3 Tickets und am letzten Tag vom Countdown bekommen wir 3 Dragon Stones und 3 Tickets. Wir werden auf jeden Fall noch weitere Tickets bekommen im Jubiläum selbst durch das Login-Boni, durch Missionen. In JP waren das 3 pro Tag und wenn wir da Platz 1 geschaut sind, haben wir auch mehr bekommen. Also Tickets werden wir auf jeden Fall sehr lange bzw. sehr viele bekommen hoffentlich. Und ich wünsche auf jeden Fall jedem schon mal sehr viel Glück da, den einen oder anderen Ella zu ziehen. In JP hatte ich das Glück, da habe ich Ella Trunks aus den Tickets gezogen. Nämlich das Ticketbanner selbst, schauen wir uns das Ganze an, ist nun online und geht bis zum... Wenn wir das hier betrachten, 17. August ist das Ganze online. Wir haben hier gefeatured Charaktere, werden es gleich betrachten, aber das Geile ist an dem halt, das sind Free-to-Play-Tickets. Wir bekommen sie total Free-to-Play. Ein Single-Sum ist ein Charakter, heißt, wenn wir einen Multi-Sum machen, verballern wir 5 Tickets und bekommen 5 Charaktere. Folgende gefeatured Charaktere sind drin, beziehungsweise wir hoppen gleich rüber und schauen uns genau an. Und alle LR sind nicht gefeatured natürlich, aber sie sind in dem Banner. Und die Tickets bekommen wir free. Über die ganze Celebration geht 4 bis 5 Wochen, bekommen wir jeden Tag, bis im Countdown selbst jetzt, haben wir gesehen, bekommen wir schon einige. Aber sobald die Celebration anfängt, bekommen wir über 4 bis 5 Wochen circa jeden Tag 3 Tickets. By the way, falls ihr euch fragt, was erwartet uns eigentlich im 3-jährigen Jubiläum, ich habe dazu ein Video gemacht, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, schaut es euch an. Das wird mehr oder weniger genauso sein, wie es in JP war. Zu den einzelnen Themen habe ich auch Videos bereits gemacht, was in JP kam. Aber sobald das alles in Global kommt, zu den Events etc., werde ich natürlich auch machen und wir werden näher drauf eingehen. Aber damit ihr schon außen vorweg informiert seid. Genau, so gut. Und zwar schauen wir uns erstmal das Ticket an, dann schauen wir uns die Kampagne an. Nicht wundern, das ist ein Account, ein Giveaway-Account, der mir einen Nutzer gegeben hat. Shoutout an dich. Ich benutze ihn gerade für die News. Werde ihn aber quasi aufbereiten für ein Giveaway. So, und zwar hier, das ist das Ticket-Banner. Ich habe mein Ticket schon verbraucht an der Stelle. Und gefeatured sind folgende Charaktere. Ist gar nicht mal so schlecht, die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das Geile ist halt an dem Ticket, was wir auf jeden Fall so wollen, die Elle. Die Elle sind hier drin und auf jeden Fall die Free-to-Play-Tickets, die sind einfach Free-to-Play. Ja, logisch, wie die Play-Tickets. Aber ja, wir bekommen sie einfach so und ich finde wirklich das sehr, sehr cool zum 3-jährigen Jubiläum. Natürlich sind hier viele Charaktere drin, aber eine Chance ist da. Hey, also ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück, dass ihr dann Ella pullt. Und genau, so viel zu dem Ticket-Banner. Dann schauen wir mal das Quiz an. Das Quiz ist auf Facebook, auf der Facebook-Seite. Wir werden gleich rüber switchen im Quiz über die 7 Tage. Müsst ihr jeden Tag eine Frage beantworten und wenn wir das Ganze richtig beantworten, sammeln wir hier gewisse Dragon Ball ein, nicht in-game, sondern quasi provisorisch, werden wir es gleich betrachten. Und dann bekommen wir quasi Tickets oder Dragon Stones an der Stelle. Ich würde sagen, wir switchen mal ganz kurz rüber auf Facebook. Das ist die offizielle Seite von Facebook und zwar ist hier quasi die Information. Ja, es gibt ein Quiz und die heutige Frage ist, welcher Verbündete hat uns in Dokkan Battle quasi, ist uns zuerst begegnet? Und zwar müssen wir darauf folgendermaßen reacten. Ich schaue jetzt mal das Bild, okay? Ich zeige euch mal das Bild. Hier die Frage zu Day 1, Quiz Day 1. Wie gesagt, die Frage in den Quest Sages. Welche Verbündete hat uns zuerst, ist uns zuerst begegnet, beziehungsweise hat uns zuerst angeschlossen? Und die Antwort ist hier, müsst ihr geben folgendermaßen entweder Trunks mit Emoji, Goten oder Bulma. Und zwar geht ihr auf den Like-Button, klickt einmal lange drauf und dann könnt ihr auch sehen, was die Antwort ist. Und an der Stelle habe ich gedrückt auf Love, weil die Antwort ist ganz klar
Trunks. Trunks war der erste Charakter, der im Tutorial uns behindert ist, auf der Quest-Stage uns quasi dort begleitet hat. An all diejenigen, die hier Bulma mit Bulma reagiert haben, mit dem Gesicht, ich könnte euch legit die Nase brechen. Boys and Girls, Trunks war der Erste. Die richtige Antwort ist Trunks. An der Stelle schaut euch auf jeden Fall meine Social Media Kanäle an. Ich werde da immer die Sachen tweeten. Zum Beispiel auf Twitter habe ich das Ganze retweetet und auch die Antwort reingedonnert. Ihr Correct Answer habe ich geschrieben, ist Trunks. Und genau, schaut auf jeden Fall rein, damit ihr informiert seid, was ihr antworten könnt und was ihr antworten sollt an der Stelle. Damit wir da die richtigen Antworten setzen, weil wenn wir die richtigen Antworten setzen, bekommen wir pro Tag einen Dragon Ball und der Preis des heutigen Tages steht auch hier immer dran, sind, wenn wir die richtige Antwort bekommen, 2 Tickets für das Ticketbanner. Und wir werden hier an der Stelle, es gibt eine offizielle Seite, das ist der Link dazu, wenn wir mal drauf gehen, dann können wir das Ganze betrachten, werden wir auf die Seite geleitet, da ist auch die Frage, aber auf der Seite könnten wir gesehen, jeden Tag wird sich ein Dragon Ball hier erscheinen, wenn wir die richtige Antwort geben. Diese Dragon Ball bekommen wir nicht in-game, das ist nur provisorisch zum Sehen, dass wir die richtige Antwort gesetzt haben. Wenn wir alle richtigen Antworten bekommen, dann bekommen wir quasi die Preise pro richtigen Antwort, aber ich bin mir sicher, wenn wir die richtige Antwort komplett über die 7 Tage sammeln, dass wir dann noch mehr bekommen. Also deswegen gibt auf jeden Fall die richtigen Fragen, die richtigen Antworten, ja, die richtigen Antworten auf die richtige Frage. Schaut auf die Social Media Kanäle vorbei und damit ihr die richtigen Antworten gibt. Also an alle, die Blume geklickt haben, ich schreibe mit euch. Anyway, so viel dazu zu dem Countdown-Campaign. Wie gesagt, über 7 Tage bekommen wir jetzt gewisse Sachen. Loggt euch auf jeden Fall jeden Tag ein, um da am Login-Boni teilzunehmen, um da die Stones zu holen und die Tickets. Sie haben gesehen, es sind folgende. Und dementsprechend, wenn das 7-Tage-Countdown vorbei ist, wenn die 7 Tage vorübergehend geht, ab dem 7.7. morgens das Jubiläum online. Bis dahin sind das die Informationen dazu. Geht, wie gesagt, loggt euch jeden Tag ein, holt die Tickets. Ich würde auf jeden Fall sehr viel Glück im Ticket-Banner. Das sind nur SR-Charaktere und höher, aber auch LR-Charaktere. Nicht gefeatured natürlich. Und nehmt am Quiz teil. Nehmt am Quiz teil, meine Freunde. Nehmt am Quiz teil, gebt die richtigen Antworten. Ich werde jeden Tag die Antworten posten. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Spaß und Zeit und whatever. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.